Das heißt, man hat auch mit den Autos ein bisschen mehr Platz wie jetzt mit modernen Autos. Ja, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich drücke mich jetzt hier einfach wie so ein kleiner Assi durch. Komm, scheiß drauf. Hallihallo, liebe Motorsport-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 5 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Und ja, wir sehen hier den BMW 2002 Turbo aus dem Jahre 1973. Sind wir in der letzten Folge schon gefahren. Aber ich habe mir überlegt, ich nehme den nochmal. Und zwar nicht die ganze Folge, sondern nur ein Rennen. Und zwar, ihr seht es vielleicht sogar schon, er liegt ein bisschen tiefer wie in der letzten Folge. Ist auch hier ein bisschen versteift durch den Überrollbügel. Ja, ich habe es ein bisschen zu einer kleinen Rennsemmel umgebaut. Ihr habt ja gesehen, oder diejenigen, die die letzte Folge gesehen haben, haben ja die Schwierigkeiten gemerkt, die ich mit dem Auto hatte. Nämlich, ja, es fuhr sich wie so eine Seife rumgeschwammt und ja, war sehr schwer zu kontrollieren. Also man hat richtig gemerkt, wie die Federn und die Dämpfer und alle so rumneigen und weiß ich was. Jetzt habe ich das Ding ein bisschen härter eingestellt, perfekt für die Rennstrecke. Genau, und deswegen werden wir das erste Rennen jetzt heute nochmal mit dem hier fahren. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Hat jetzt natürlich deutlich weniger Leistung. Dafür halt, wie gesagt, mehr Grip, richtig breite Hinterreifen auch drauf und so weiter. Also, ja, gucken wir einfach mal, wie es damit läuft. Gehen wir mal auf die Liga-Auswahl. Oldtimer waren wir unterwegs. Und hier setzen wir das Ganze fort. Ja, ihr seht auch schon die zwei Autos, die wir noch fahren werden. Heute werden wir noch den Ford Escort RS 1800 sehen, der frisch aus dem Rallye kommt. Man sieht es ein bisschen, der ist ein bisschen dreckig, da ist man noch ein bisschen Rallye vorher gefahren. Und dann werden wir in der nächsten Folge, beziehungsweise in der Folge, bei dem wir dann die Karriere fortsetzen, vielleicht kommt dazwischen noch eine andere Folge, das weiß ich nicht, das halte ich mir immer ein bisschen jetzt offen, werden wir noch den Nissan Skyline 2000 GTR fahren. Aber wir fangen mit dem hier an, oder beziehungsweise fahren jetzt nochmal ein Rennen. Kurz, was ich auch nochmal dazu erwähnen möchte, ist, dass ich ja versprochen habe, ist schon eine Weile her, dass wenn wir hier in den Oldtimer unterwegs sind, dass ich ein bisschen auf die Autos eingehe, ein bisschen auch recherchiere, weil ich muss ja sagen, ich kenne die Autos tatsächlich überhaupt nicht. Das sind Oldtimer, das sind wirklich alte Autos, das sind nur vielleicht diese ganz, ganz besonderen Modelle, die wir irgendwie was sagen. Aber, na gut, jetzt fahren wir nicht mal ein Rennen mit dem, schade, egal. Trotzdem, oh, es tut mir leid, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, so. Ja, trotzdem möchte ich immer so ein bisschen recherchieren, ein bisschen Geschichtliches mit reinstreuen, was ich halt so ein bisschen rausgefunden habe über das Internet. Natürlich, wenn da jetzt unter euch ein mega Autoliebhaber eines bestimmten Autos ist, also das gilt jetzt auch für die zukünftigen Folgen, ja, könnt ihr gerne da ausführlich noch was dazu schreiben. Vielleicht hat der ein oder andere auch so einen, den es hier gibt, schon mal besessen. Auf jeden Fall habe ich auch zum BMW, das habe ich ja in der letzten Folge nicht gemacht, eben jetzt... Ja, jetzt bin ich raus, jetzt habe ich jetzt... Ja, in der letzten Folge habe ich nicht recherchiert, das will ich jetzt aber nachholen, deswegen fahren wir jetzt auch nochmal ein Rennen, den BMW. Beziehungsweise hier müssen wir Slalom fahren, ich hoffe mal, dass ich Slalom fahren und hier ein bisschen über den BMW ein bisschen was erzählen kann. Und zwar der 2002 Turbo, ja, war damals das erste in Deutschland serienmäßig gebaute... Serienfahrzeug mit einem Abgas-Turbolader noch vor dem Porsche Turbo. Ja, und hatte dementsprechend ordentlich Dampf. Also wie gesagt, erstes serienmäßige Abgas-Turbolader verbaut. Okay, ihr müsst außen lang hier fahren. Jetzt geht's innen rein. Wow, okay, jetzt müssen wir... Slalom natürlich ist natürlich jetzt kritisch, aber da müsst ihr jetzt ja dieses nicht mehr Schwammige uns ja jetzt erst recht in die Karten spielen. Ja, was gibt es noch zum Turbo zu sagen? Ja, muss man dazu sagen, wurde sogar im damaligen Bundestag diskutiert, ob das Auto verboten werden soll. Und zwar kam der zu einer Zeit raus, wo, ja, die, wo Abgas, das habe ich jetzt ein bisschen vercheckt, wo zum Beispiel der Spritverbrauch und so weiter und schnelle Autos und so weiter durch viele Unfälle und sowas, oh, das habe ich wieder verkackt, ja, labern und Slalomfahren ist, glaube ich, nicht so geil, ja, war halt sehr kritisch zur damaligen Zeit, da waren auch die Grünen sind da auch richtig auf die Palme gestiegen wegen zu schnellen Autos und das Auto kam mal genau zur falschen Zeit raus, hoher Spritverbrauch, mega Topspeed, also über 200 Topspeed und so weiter, ja, das war halt nicht so gut. Bei den BMW-Fans bzw. den Autofans kam es natürlich richtig geil an, aber
Dennoch wurde er groß nicht verkauft, weil er einfach auch wirtschaftlich nicht gut war. Er hatte einen Spritverbrauch zwischen 16 bis 20 Liter. Also das heißt, es selbst für heutige Verhältnisse, oder was heißt selbst, es ist für heutige Verhältnisse sogar viel zu viel. Und ich nehme hier ein Tor nach dem anderen mit. Das heißt, ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Ja, die Lackierung, die wir ja auch aktuell haben, die ihr auch in der letzten Folge schon gesehen habt, wurde auch liebevoll... Boah, fuck, ey, ich verkack's hier jetzt gerade richtig. Okay, ich glaube, das schaffen wir nicht mal, oder? Cool, jetzt muss ich richtig pushen. Jetzt habe ich durchs Labern richtig viel verkackt. Vielleicht muss ich das Labern hier ein bisschen auf nach dem Rennen... Naja, gut, jetzt ist eh vorbei. Jetzt, glaube ich, schaffe ich es eh nicht mehr. Oder könnte knapp werden. Doch, hat trotzdem noch gereicht für Gold. Okay, trotz richtig schlechter Fahrt von mir. Ja, und zwar diese Lackierung wurde auch irgendwie Kriegsbemalung genannt, weil vorne die, mit Spiegelschrift hier Turbo 2002 steht. Das heißt, der Hintermann, der Vordermann meine ich, hat dann, wenn er dich im Rückspiegel gesehen hat, hat dann gleich gesehen, da kommt hier eine Turbo 2002, beziehungsweise 2002 Turbo, ich drehe es immer ein bisschen rum. Da muss ich aufpassen, das wird gefährlich, da soll ich gerade auf der Autobahn dann doch lieber rechts bleiben. So, ja, wie gesagt, war damals, eine kritische Phase mit dem Fahrzeug, ne? Interessant zu wissen, soweit die Geschichte dazu. Mehr kann man groß dazu nicht erzählen, außer dass danach der Nachfolger tatsächlich dann der 3er BMW war, der dann natürlich, wie wir wissen, eine gute Erfolgsgeschichte hingelegt hat. So, jetzt verlassen wir das Ganze und wechseln das Fahrzeug. Ja, ich habe jetzt ein bisschen das alles ein bisschen hagelig erzählt, es tut mir ein bisschen leid, weil das war jetzt ein bisschen echt zwischen Konzentration beim Autofahren und hier diese Geschichte erzählen, dann doch so ein bisschen problematisch, sage ich mal. Vor allem, weil ich das jetzt in dieses eine Rennen unterkriegen wollen musste, wie auch immer. Bei einem Ford habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, was zu rüberlabern. Zudem wechseln wir jetzt zum Ford Escort. Da sind wir natürlich schon zu weit. Da war doch gerade Ford. Hier haben wir ihn, den Ford Escort RS 1800. Auch den natürlich ein bisschen jetzt auf Rennen getuned. Sieht ihr auch, richtig Rally-Design und richtig dreckig ist er auch schon. Auch wenn das Braun jetzt nicht so, ja, sieht mehr nach Scheiße aus, ehrlich gesagt. Aber ich will es jetzt mal nicht so sagen. Wir haben hier auch die Frontscheibe ein bisschen abgeklebt. Können hier auch einen Blick in den Motorraum werfen. Ja, da hat man noch schön Platz gehabt. Und ja, schön sauber innen drin. Ja, natürlich können wir zu dieser Geschichte gleich mal sagen. Natürlich sind sie damit auch Rallye gefahren. Gerade mit diesem RS 1800, das war das Rallye-Fahrzeug, wo sie da unterwegs waren. Ja, was konnte man groß zu sagen? Er war mit einem Fahrzeug, was vielen von euch ein Name sein sollte, stand er zu großer Konkurrenz, nämlich dem Opel Kadett. Der Opel Kadett war nicht nur im Sport, im Motorsport, sondern auch tatsächlich auf der Straße war das der Hauptkonkurrent von diesem Ford hier. Und ja, da muss man sich dann wirklich fragen, wenn sie solche Autos hier in Forza reinbringen, warum bringt ihr uns nicht auch mal so ein Opel Kadett? Ich denke, das würde gerade den europäischen Turn-10-Spielern, ja, jetzt habe ich echt einen an der Waffel, die Folge geht wohl in die Folge ein, der größten Versprecher, nein, den größten, beziehungsweise den europäischen Spielern jetzt, die Forza spielen, würde das wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen, wenn auch mal so ein Opel Kadett dabei wäre, weil der würde jetzt in die Kategorie natürlich super passen. Aber wie gesagt, jetzt fahren wir mal das Konkurrenzmodell, nämlich eben den Escort. Und zum Escort muss man auch sagen, dass er, das Nachfolgemodell war dann der Focus. Also das ist jetzt hier der Vorgänger vom Focus. Ja, und viel mehr habe ich eigentlich groß auch nicht zu dem zu sagen. Wie gesagt, Rallye gefahren, Konkurrent war der Kadett und Nachfolger vom Modell war der Focus. Also mehr habe ich jetzt nicht recherchiert. Wie gesagt, vielleicht weiß der ein oder andere da ein bisschen mehr zu erzählen. Es gab viele Modelle auch, also der RS 1800 war jetzt einer von vielen natürlich. Viele Generationen gab es da auch. Ich glaube, das da war jetzt so zweite, dritte Generation sowas vom Escort, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Groß viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Viel mehr kann ich jetzt, jetzt auch mehr auf die Rennen konzentrieren. Hier, wie gesagt, ein bisschen mehr Rennsetup eingebaut. Da liegt jetzt ein bisschen mehr, hat auch ein bisschen mehr Grip jetzt sogar eigentlich wie der BMW. Zumindest wird es so angegeben. Ihr seht auch hinten, wie tief der liegt. Richtig, das Hinterrad verschwindet schon im Radkasten. Also, ja, gucken wir doch mal, ob es das tieferlegen was bringt. Ja, was wir schön sehen, ist auch die große, weite Sicht hier in dem Fahrzeug. Ne? Also die A- und B-Säule sehr, sehr klein und dezent gehalten.
Und das war halt bei damaligen Autos wirklich so. Das ist bei heutigen Autos, das sieht man deutlich weniger. Bei den alten Autos, da hat man wirklich noch Überblick. Ich habe es auch in einer der vergangenen Forza Horizon-Folgen erzählt, in dem wir auch mit dem BMW 2002 Turbo unterwegs waren. Ja, in solchen Autos kann man gut auch fahren oder einparken lernen, weil man halt wahnsinnig gute Übersicht hat. Was man bei modernen Autos halt nicht hat. Dafür gibt es ja jetzt bei den modernen Autos die Piepser, Rückfahrkameras und sonstige Sensoren, die man dann im Interieur hat. Das hat man damals nicht, aber wie gesagt, damals hatte man auch wirklich sehr schönen Überblick bei den Autos. Ich selbst habe auch in einem ganz alten Opel Corsa, ganz, ganz alter, ich weiß gar nicht, welcher war das, war das der A oder der B? Ich weiß es gar nicht mehr, jetzt bin ich überfragt. Auf jeden Fall, da habe ich auch quasi meine ersten Fahrstunden verbracht. Das war so ein Wegwerfauto sozusagen. Gerammt habe ich es nicht, aber war cool auf jeden Fall in dem Corsa. Da konnte man wirklich einparken, konnte man richtig gut lernen. Und man hat auch mal das Schalten und mit Kupplung spielen. Mal bei so alten Autos lernt man das richtig gut. Da muss man schon sagen, da sind die moderneren Autos schon Luxus. Da ist sogar jetzt mein jetziges Auto ja Luxus dagegen. Obwohl das ja auch schon fast schon so alt ist wie ich. Also auch schon 20 Jahre auf dem Buckel. Aber der Corsa, der hatte deutlich mehr auf dem Buckel. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir hier uns mal nach vorne setzen. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit hinten dran bleiben. Das ist der zweite Gang, war jetzt natürlich hier unnötig. Gerade schon gedacht, wo bleibt die Leistung? Da war ich schon im Drehzahlbegrenzer. Das war nicht so gut. Jetzt versuche ich mich, ich wollte mich reinsetzen, aber ich habe mir schon gedacht, guck mal, was der Treiberteil hier gemacht hat. Er ist einfach mal nach rechts gezogen, mitten in der Kurve. Und genau das wusste ich, dass sowas passieren würde. Ja, Laguna Seca, sehr kurvige Strecke. Da ist Grip natürlich wichtig, den wir ja jetzt eingebaut haben. Allerdings, ist ja auch sehr eng. Das heißt, wenn wir hier jetzt nicht richtig Platz haben, können wir auch was nicht überholen. Vorteil natürlich bei den alten Autos, die sind nicht nur, dass man die A- und B-Säule deutlich kleiner sind, nein, sie sind auch deutlich schmaler und kleiner. Das heißt, man hat auch mit den Autos ein bisschen mehr Platz, wie jetzt mit modernen Autos. Ja, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich drücke mich jetzt hier einfach wie so ein kleiner Assi durch. Komm, scheiß drauf. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber jetzt war es sowieso schon zu spät. Und die Treibertalen machen es auch nicht anders. Das heißt, müssen noch ein bisschen innen aufpassen. Ich mache hier innen gerade ein bisschen zu viel auf. Oh, hört ihr das? Wenn man nach hinten guckt, da wird es richtig laut. Also, der Innenraum steckt da schon was weg. So, jetzt haben wir hier noch von den Alpha mit dem Kleeblatt. Den erkennt man auch ganz, ganz schnell. Sehr, sehr langsam hier in der Kurve. Aber ich wollte jetzt hier nicht unnötig überholen. Ja, macht richtig Spaß mit den Autos. Gerade wenn sie richtig eingestellt sind. Gerade der Ford habe ich, finde ich, richtig gut eingestellt bekommen. Gute Mischung zwischen Geschwindigkeit und Speed. Muss auch wieder sagen, ich habe nicht viel am Motor gemacht. Ich weiß, viele Zuschauer von euch, auch gerade Horizon-Spieler, die bauen sehr, sehr gerne maximale Motorleistung rein. Aber das ist ja das große Manko bei Forza bzw. im gesamten Forza-Franchise. Dass eben die Leistung, dass man Leistung kann man richtig immer richtig viel pushen, aber eben der Grip nicht. Und das ist das Problem, wenn ihr den Motor voll pusht, könnt ihr das gar nicht richtig auf die Straße bringen, gerade nicht im Motorsport, wo echt die Kurven sehr, sehr wichtig und der Knackpunkt sind. Bei Horizon geht es ja noch viel geradeaus, sage ich jetzt mal, durch Autobahn und so weiter ist das was anderes, aber hier ist so ein Aufbau einfach tödlich. Da ist natürlich Performance wichtig, das heißt, dass Auto eine gute Mischung zwischen Grip und Speed hat, und da ist eigentlich immer ein guter Schritt einfach, so ein Auto umzubauen, wie wir tatsächlich ein Auto umbauen würde, wenn man es ja zum Rennauto macht. Und da ist natürlich immer ein guter Schritt, erstmal vielleicht andere Reifen oder breitere Reifen. Reifenmischung ist natürlich auch immer eine Option, und dann natürlich auf Leichtbau setzen, einfach Gewicht raus, unnötiger Ballast raus, weil das hilft euch nicht nur in der Beschleunigung, nein, das hilft euch auch, das Auto entsprechend gut um die Kurven zu kriegen. Und das habe ich hier auch gemacht. Ich habe am Motor nicht viel gemacht. Ich glaube, ein anderer Auspuff ist dran. Ich glaube, die Nockenwellen sind geändert worden. Genau, der dreht jetzt nämlich hier bis 8000 Umdrehungen, was er serienmäßig nicht tun würde. Und ansonsten, wie gesagt, Leichtbau reingemacht und Reifen. Das ist hier das Geheimnis. Und dadurch halt habe ich eine gute Beschleunigung, komme gut durch Kurven. Und jetzt gerade so eine Strecke wie Laguna Seca, wo es auch so Bergaufstückchen gibt, da spielt sich sowas auf jeden Fall aus. Ja, und schon hat man ein sehr performantes Auto. Natürlich habe ich jetzt viel Zeit im Feld verloren, deswegen ist jetzt hier Platz 1 und 2 schon auf und davon. Natürlich hätte ich viel aggressiver fahren können, aber uns reicht ja eine Goldmedaille, ist ja dann egal, ob es Platz 1 oder 2 ist. Und dann fahre ich doch lieber ein schönes Rennen gegen die drei Vatare, sofern es halt geht. Hier auf diesen etwas niedrigeren LI-Stufen sind die drei Vatare noch, sagen wir mal, human,
Vergleich, wenn es dann nämlich mal in die höheren, schnelleren Klassen geht, sind sie ja oder ist es gegen die zu fahren ja schon fast unmöglich. Muss man ja einfach mal so ehrlich sagen. So, ja, wir haben hier natürlich einen Heckantrieb, Frontmotor, haben wir alle bei allen Autos hier in der Klasse. Ja, man merkt, also man kann eigentlich gut aufs Gaspedal latschen, also muss ich mir auch wieder mal Lob an mich selber machen, da habe ich das Auto relativ gut abgestimmt. Aber wie gesagt, wir haben auch einfach nicht zu viel Leistung anliegen, wir handeln das einfach durch gute Reifenmischung und wenig Gewicht. So, da bin ich jetzt ein bisschen zu schnell rein, aber passt alles. Ja, sind nochmal, glaube ich, ein bisschen rangekommen am Ende, aber ja, da hätten wir jetzt bestimmt nochmal so zwei Ründchen gebraucht, um hier nochmal eine Chance gehabt zu haben, um hier jetzt auf Platz 1 oder so zu fahren. Aber ist ja egal, Hauptsache Goldmedaille, war ein schönes Rennen, wie ich finde. Ja, cool, einmal ist mir mit mir durchgegangen, da habe ich ein bisschen gerammt, aber was soll's. So, da haben wir ihn, ein paar der Schrammen sind drin, hier im Rotmanns-Design. Sieht richtig cool aus, mit den goldenen Felgen noch. Also mir gefällt der echt sehr, sehr gut, der Ford Escort. Auch schöne Coupé-Form hinten, was man ja jetzt zum Beispiel beim Focus, beim Nachfolgermodell halt überhaupt nicht mehr kennt. Das ist ja Kompaktklasse. Da hat sowas, finde ich, ein bisschen irgendwas für sich. Also ich bin eh kein so Fan von so Kompaktautos. Ich mag so Coupés einfach. Coupés, Limousinen so, das ist eher so meine Richtung. Aber ja, Geschmäcker sind verschieden und das ist ja auch gut so. Ja, Design liken war natürlich, habe ich ja nicht selber gemacht. Ja, den können wir leider nicht angucken. Das Rennergebnis, das finde ich immer so ein bisschen schade. Da könnte man nämlich gucken, wie so die Zeiten liegen und so weiter. Aber ja, können wir leider nicht machen. So. Ja, dann setzen wir das Ganze fort. Gucken wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt. Ich weiß noch nicht, wie viel Rennen ich mache. Also ein Rennen mache ich jetzt hier auf jeden Fall noch. Drei Rennen pro Folge auf jeden Fall. Zurück nach Prag. Stadt, die bekannt für ihre wunderschöne und eindrucksvolle Architektur ist. Im Normalfall ist es ja so in der Karriere, dass ich ja immer die zweite Folge eines, also ich unterteile ja immer jede Kategorie in drei Folgen, vielleicht für diejenigen, die zum ersten Mal einschalten, und bei der zweiten, also beim zweiten von diesen insgesamt drei Parts, in dem wir jetzt uns befinden, weil wie gesagt im letzten Part waren wir ja schon mit dem BMW unterwegs, mache ich meistens vier Rennen, aber müssen wir mal schauen, vielleicht mache ich heute auch noch drei, das nächste Mal dann die vier restlichen Rennen oder so, gucken wir einfach mal, wie es von der Zeit her passt, ich hetze da nicht und gucken wir einfach mal. Jetzt sind wir in Prag, Full Circle unterwegs, natürlich auf Pflasterstein. Bin mal gespannt. Auto habe ich relativ hart eingestellt. Wie gesagt, für eine Rennstrecke. Prag ist ja ein Stadtkurs. Ist ein bisschen anders wie eine Rennstrecke. Da gibt es halt auch viel Pflastersteinchen. Bin ich mal gespannt. Müssen wir mal gucken, wie ich zurechtkomme. Muss ich mich vielleicht gerade auch in der ersten Runde etwas mehr konzentrieren. Gerade dann wieder mit diesem Verkehr. Ist nicht unbedingt so einfach, auch hier nichts zu überholen. Wobei die Straßen hier in Prag relativ breit sind. Ich glaube, die sind sogar stellenweise breiter wie auf Laguna Seca. Laguna Seca ist auch wirklich so eine Strecke, wenn man es da ein bisschen drauf hat, ein gutes Auto hat, wenn man da von vorne wegfahren kann, ja, dann kann man da dort immer ein richtig gutes Ergebnis rausholen. Also da kann man den Vorsprung meistens richtig gut ausbauen. Selbst wenn quasi hinter dir jemand ist, der schneller ist auf Laguna Seca, also nicht viel schneller, nur ein bisschen schneller, aber halt irgendwie, so wie ich jetzt im Feld festgesteckt hat, ja, kann man trotzdem das Rennen dort ganz, ganz gut bestreiten. Hier wiederum habe ich überhaupt keine Rennerfahrung, weil die Strecke gab es in Forza 4 nicht und Rennen bin ich in Forza 4 gefahren. Hier fahre ich ja fast nur gegen drei Vatare, ganz, ganz selten online, weil es auch sehr wenige gibt, die online gegen einen fahren mal wollen. Aber vielleicht will der ein oder andere von euch das ja mal tun. Oder vielleicht wird es ja auch mal einen Livestream geben, beziehungsweise der ist ja auch geplant, davon kann ich auch ein bisschen labern. Ich habe nämlich mich jetzt mal mit Guckmaster ein bisschen unterhalten. Für diejenigen, die das noch nicht wussten, in Horizon habe ich schon angekündigt oder mit Guckmaster mal eine Folge aufgenommen. Und Guckmaster hat gemeint, er wird mir ein bisschen helfen für unser oder für meinen ersten Livestream. Und ja, ich laber jetzt einfach mal hier rein. Eigentlich ist es auch ein Thema, was man Horizon erzählen könnte, aber ich mache es jetzt einfach mal hier. Jedenfalls habe ich mal mit Guckmaster ein bisschen gelabert und ja, hat mir so ein paar Sachen mal erklären lassen. Ich denke mal, wir stehen nicht mehr allzu weit weg vor dem ersten Livestream. Und da können wir ja unter anderem auch mal Forza Motorsport spielen und eben auch mal zusammen. Ich denke mal, da wird es ja auch der ein oder andere geben, der auch da mal Lust hat. Und vor allem ist er dann auch mehr oder weniger live ja mit im Livestream dabei. So. Jetzt aber mal Konzentration. Hab jetzt hier schon leichte Berührung gehabt mit den drei Vatanen. Ah, hier ist es kritisch zu überholen, auch der Randschein gefährlich. Aber ich muss sagen, der Ford fährt sich richtig genial gut. Versuchen wir es mal hier außen rum. Naja, es klappt auch nicht so. Bleiben wir mal im Windschatten. Jetzt hier über die Brücke. So leicht seitlicher Windschatten.
Hier jetzt auf den Pflasterstein. Ich merke die kaum, muss ich sagen. Ich merke die kaum bei dem Auto. Obwohl, auch jetzt habe ich es gemerkt. Hier ist ja so eine Regenrinne in der Mitte. Die merkt man deutlich. Da merkt man, dass das alte Auto halt auch relativ tief liegt. Also hier merkt man wirklich jeder Randstein, jede Kuppe. Also auf der Nordschleife sollte man, wenn man das Auto auf der Nordschleife bewegen sollte, nicht über die Curbs fahren, so wie der hier. Also sonst passiert nämlich genau das, was jetzt fast passiert wäre, nämlich ein Überschlag. So, jetzt muss ich aber mal Gas geben und an dem vorbeisetzen. Wir haben eh nur 2 Runden Zeit. Und ich will nicht schon wieder Dritter werden, weil das Auto hat eigentlich von der Power und von der Leistung, könnte da ein bisschen mehr gehen. Aber ihr seht schon, von der Top Speed komme ich da einfach nicht ran. So, jetzt muss ich ja ganz hart auf die Bremse steigen, früh wieder aufs Gas. Boah, kein Crash. Komm, zieh. Ja, da müsste jetzt genau neben uns sein wahrscheinlich. Nee, hinter uns. Okay, wir haben ihn. Vorne ist Platz 1, der sich jetzt schon wieder mal einen Vorsprung rausgefahren hat. Gucken wir mal, ob er noch rankommt. Vielleicht macht er ja noch einen Fahrfehler oder so. Jetzt an der Stelle hier in diese Kuhle links unten reinfahren. Da können wir hier das sogar vollfahren. Sehr cool, müssen ein bisschen aufpassen, ein bisschen kommt's Heck. Ja, da merkt man halt, die alten Autos haben natürlich im Vergleich zu den moderneren Autos einen relativ kurzen Radstand. Und das merkt man gerade bei hohen Geschwindigkeiten in den Kurven, also bei schnellen Kurven, merkt man das dann. Da kommt man echt dann wirklich mal das Heck rum. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und vor allem sind die Autos ja, wie schon gesagt, nicht so breit wie auch die modernen Autos. Relativ schmal, das heißt, das ist natürlich auch so eine Sache, da sind dann natürlich für schnelle Kurven auch nicht, bei weitem nicht so gut ausgelegt. Deswegen, ja, das ist ja nicht umsonst, bauen sie die Autos breiter und länger, weil sie einfach viel mehr Stabilität bieten. Man sagt ja auch, glaube ich, irgendwie Länge läuft oder sowas, ne? Also wenn ein Auto lang ist, dann läuft es schön geradeaus. Und natürlich ist es halt so, dass so ein Auto wie dieses hier so ein kurzes, natürlich um enge Kurven, kurze Kurven, deutlich besser gehen, das ist klar. So, jetzt müssen wir mal, da kommen wir ein bisschen zu weit raus. Mal aufpassen, dass das Auto nicht wegwirft. Wie gesagt, wir haben immer noch einen Heckantrieb. Den kann man immer mal schon schnell wegwerfen. Und hinter uns, ja, kommen wir gar nicht richtig weg. Also der ist richtig schnell und Platz 1 kommen wir gar nicht hinterher, muss ich sagen. Oder nicht mehr ran. Aber der hat auch schon ordentlichen Vorsprung hier rausgefahren. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Hier ist diese Mittelrinne, die ist mir noch nie aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Das fällt mir jetzt erst bei diesem alten, flachen Auto so richtig auf. Da merkt man viel mehr. Aber wie gesagt, die Pflastersteine merke ich jetzt hier komischerweise gar nicht bei dem Auto. Das nimmt mich extrem wunder. Die dämpft es dann doch sehr, sehr gut weg. So, ja gut, werden wir Zweiter. Immerhin eine kleine Steigerung zum letzten Rennen. Und Hauptsache Gold. Und das geht es ja hier irgendwo. Wie gesagt, da wir ja eh mal so ganz weit hinten starten, ist es ja eh ein bisschen schade. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade der erste und zweite Platz, die fahren ungefähr auf einem Niveau von Rundenzeiten her. Gegen die würde ich gerne mal ein richtiges Rennen fahren, von vorne weg, aber wie gesagt, ich muss erstmal das ganze Feld irgendwo überholen, bis ich überhaupt eine Chance habe. Aber na gut. Ja, ich gucke gerade auf die Zeit, also wir können lockerlässig ein Rennen fahren, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht dann die Platz 1 oder Platz 1 angreifen können. Aber wie gesagt, so ein Platz 1 Rennen, da muss halt ein Auto ein perfektes Setup haben, was bestimmt jetzt nicht das perfekte Setup hier ist. Aber man kann halt, also ein perfektes Setup soll es halt sein und man muss halt viel Glück einfach haben. Man muss sehr, sehr gut durchs Feld kommen, das ist entscheidend und ja, das war jetzt die letzten zwei Rennen überhaupt nicht der Fall und ja, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Silverstone Circuit, der Heimat des britischen Motorsports. Ja, Silverstone Circuit, sehr cool. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich verlabere mich heute ein bisschen sehr, sehr stark. Das tut mir auch leid, ich bin ein bisschen verplant. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich hoffe, es ist erträglich. So. So, ja, Ladezeiten. Okay, wir fahren auf jeden Fall den International Circuit, das heißt, wir haben ein Event. Ein Chase-Event, wir fahren gegen Rivalen, gleicher Aufbau, schauen wir uns das mal an. Also fahren wir hier gegen ein 2002 Turbo, eine Nissan Datsun 510 und wir eben mit dem Ford RS. Also wenn wir hier jetzt nicht Erster werden, dann weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir nämlich wirklich so einen Kampf mit dem Ersten und dem Zweiten. Das, was ich jetzt eigentlich mehr gewünscht habe, haben sie mal zugehört. Und wir haben Verkehr, ganz viele Minis.
Das letzte Mal, als wir gegen so Minis oder Verkehr hatten mit Minis, sind wir mit dem BMW X5 gefahren, ja. Ja, da konnten wir die Minis wie so kleine Fußbälle rumschubsen. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht tun, weil dieser Ford hier, der wiegt hier, glaube ich, nur 800 Kilo. Oder 800, doch, 800 Kilo, ja. 800 Kilo nur. Also, ja, wahrscheinlich nicht viel mehr wie diese Minis. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. So, den ersten versuchen wir uns ja jetzt gleich in der ersten engeren Kurve zu schnappen. Uns fehlt jetzt natürlich der Schwung, aber ich setze mich jetzt einfach mal eiskalt davor und biete dem keine Möglichkeit. Drehzahlbegrenzer sollte ich auslassen. Ich sollte zwar schon ausdrehen, aber schalten sollte ich nicht. Der kam jetzt richtig schnell hier hinten rum. Aber ich mache jetzt einfach zu, kenne ich nichts. So, jetzt muss ich aber mal hier richtig Speed... Boah, der hat richtig Power da hinten. Das sieht man, dass ich hier ein bisschen mehr jetzt auf Grip gesetzt habe und nicht so auf Power. Weil der, sieht man, der hat mehr Power, der BMW. Aber in den Kurven hoffe ich doch jetzt mal, wenn ich die Kurven ein bisschen besser kriege, dass ich da hier ein bisschen Vorsprung rausarbeiten kann. Vor allem, dass ich ihm hier keinen Windschatten biete. Jetzt mal schnell an den Minis vorbei, vor allem der Platz 1 da vorne, den müssen wir jetzt, auf den müssen wir aufschließen, der hoffentlich jetzt hier ein bisschen im Verkehr aufgehalten wird. So, ich nehme jetzt mal die Curbs voll mit, hier muss ich irgendwie, boah, jetzt muss ich außen vorbei, das ist schlecht, außen haben wir kaum Grip, kommen hier so leicht über den Curb, ist auch nicht so gesund, aber ich musste jetzt ja irgendwo lang. So, da vorne haben wir den Nissan Datsun, gucken wir mal, ob wir da rankommen, wir sehen ihn schon mal, das ist immer wichtig. Ja, ein bisschen hier die Fahrbahn ausnutzen. Oh, nicht in den Mini rein. So, der wird aufgehalten von den Minis. Na gut, ich kann jetzt aber auch nicht. Doch, ich striche jetzt einmal eiskalt rein. So, ja, der Sound vom Ford kommt fast gar nicht zur Geltung. Also ist, ja, kein krasser Sound oder so. Wo man jetzt sagt, boah, Hammer. Aber ja, Performance ist da. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Wie gesagt, da der ja auch Rallye gefahren ist damals, Rallye hatte eigentlich noch nie große Motoren oder großer Hubraum. Ich schließe jetzt hier einfach mal die Gruppe B-Zeit aus. Ist ja heute auch nicht anders. Und deswegen, ja, kann man da jetzt auch keinen mega Sound erwarten. So, der Mini ist noch relativ weit außen, deswegen steche ich dir auch mal rein. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir hier keine Mini abräumen. Das wäre das Wichtigste. Aber ihr seht schon, boah, der macht richtig Druck da hinten. Wo nimmt der jetzt auf einmal die Speed her? Gerade eben war er noch richtig langsam unterwegs. Boah, jetzt muss ich hier richtig runterschalten. Boah, ohne. Boah, jetzt geht er uns ans Heck. Möchte uns ein bisschen anschieben. Das ist ja natürlich richtig scheiße. Hat aber nicht geschafft, zum Glück. Ja, egal. Wir haben es geschafft. Wir werden Erster. Und jetzt fahren wir doch nochmal hier dran vorbei. Und ja, haben unser erster Platz, ist Gold, auch wenn wir diesmal nicht so viel Konkurrenz hatten. Aber ihr seht, die drei Wataren halten hier erstaunlich gut mit. Das heißt, ja, für mich, entweder ich fahre scheiße, was ich nicht glaube, oder das Setup ist einfach dann zu sehr auf Grip. Aber ja, da ich ja viel labern und interagieren möchte mit euch, ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, ein bisschen mehr Grip zu haben. Weil ich dann in den Kurven ja nicht ganz perfekt reinfahren muss, um trotzdem noch relativ schnell um die Kurven zu kommen. Natürlich, auf der Geraden fehlt mir dann die Power ein bisschen. Aber ja, ihr seht, es reicht ja trotzdem. Also wir haben jetzt nur Gold geholt heute in der Folge. Einmal wieder ein Slalom, ganz knapp geschafft. Einmal Dritter, einmal Zweiter und einmal Erster. Ja, kann man drauf aufbauen, würde ich sagen. Und dann ja, mache ich jetzt hier auch Schluss mit der Folge. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich mich ein bisschen oft versprochen habe. Ich hoffe, es war trotzdem erträglich. Und die Geschichten zu den Autos, die kurzen, knappen, waren ein bisschen informativ, auch wenn ich mich da auch ein bisschen versprochen habe. Ja, wenn ihr Geschichten oder irgendwie interessante Fakten zu diesen Autos habt, gerne auch zu den gegnerischen Fahrzeugen, wie der Nissan Datsun zum Beispiel, könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr was dazu wisst. Vielleicht, wie gesagt, der ein oder andere ist schon mal einen gefahren oder hat einen besessen, also vielleicht an das etwas ältere Semester. Ich möchte niemand als alt bezeichnen, aber ja, 1973, ich denke mal, wer da schon so ein Auto gefahren hat, der wird ein bisschen älter sein wie ich. Ja. Das war's jetzt mit der Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt doch gerne ein Däumchen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen und hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob es in der Karriere weitergeht. Auf jeden Fall, wenn es in der Karriere weitergeht, werden wir den Nissan Skyline 2000 GTR fahren. Auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Und da habe ich auch ein bisschen Informationen rausgesucht. Ja, und dann würde ich sagen, einfach mal bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Ray.